Mir, du bist jetzt ruhig, Klaus. Mir übrigens, du darfst ja nichts sagen. Und du bist jetzt ruhig, Klaus. Ja. Hallo, ihr süßen Puppies und herzlich willkommen zur Nutten-Nachlese der zweiten Folge von Germany's Next Topmodel. Ich habe heute wieder einen stummen Gastkommentator mit dabei. Stell dich doch mal kurz vor. Andrew B. McAdams. Sehr englisch, ne? Ja, ja. Ja? So, ja, ja. Ich hab hier noch meine Heidi Klum-Krake. Setz dich hier irgendwie noch kurz auf. Das sieht toll aus. Wehe, wehe, Make-up. So, nein. Und du bist jetzt still, Schatz. Du bist jetzt still. So, wir machen es ganz schnell. Pass auf. So, es fing alles damit an, dass Wolfgang Job saß in irgendwie so einem Café und Heidi und Thomas Hayo kamen an aus ihrem Bus und da saß Wolfgang Job, der saß am Tisch und der hat so die Dicke geballt. Die Dicke geballt, weil es war die Bikini Edition, hat die Dicke geballt für Heidi und Heidi fand es total toll. Ich brauch die Super, das Superzettelchen. Klaus, liegt da? Das Superzettelchen. Weil wir haben heute wieder die Supers von Heidi gezählt. Es waren, glaube ich, nur, ach, waren es wirklich nur vier? Vier Supers, also Heidi, ganz ehrlich, mehr Performance. Kannst du mal aufhören, mit dir zuzugeben? So, dann war also heute Bikini Walk, ja? Also die Nutten, gerade die Minderjährigen, die mussten sich natürlich heute schön nackig ausziehen, ja? Ja, ja, ja. Da war dann wieder das Massencasting, da waren sie immer noch in Köln, wie von der letzten Folge. Schatz, kannst du mal jetzt einfach mal sitzen und nichts machen? Vielen Dank. Da war wieder die mit den roten Haaren, diese ganz, ganz platten roten Haare, ja, die sieht aus wie tot, finde ich, ja. Die sieht aus wie frisch aus dem Grab gestiegen, wie die Tochter von Wolfgang Job, halt nur anders, ja. In ihrer Freizeit schindet sie gerne Gräber. Ja, ja, ja. Und dann, Wolfgang Job saß in der Jury und der war in der letzten Folge auch schon so, der braucht immer irgendwann, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, dann braucht er ganz dringend ein Stück Kuchen. So, da kam so ein Redaktionsassistent, hat dem Wolfgang Job erstmal ein Stück Kuchen gegeben, der wusste gar nicht genau, wie muss ich das denn jetzt hier essen, auch direkt zum Mund führen, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, Nahrungsaufnahme in den Mund, ich kenne das nur intravenös, hat aber irgendwie funktioniert, so. Da waren dann irgendwie alle weiter beim Bikini Walk, haben sich alle total gefreut. Sogar die Tote ist weiter, die Blonde ist weiter, sogar der Transgender Girl, Pari heißt die, ne? Pari? Transgender Girl, ja, ist auch weiter. So, dann brauchte Heidi auf einmal einen Apfel. Die brauchte ganz dringend einen Apfel. Da hat sie dann einen Apfel gehabt, ja, hat auch vorher dann auch so gefragt, hey, du darfst einen Apfel nehmen. Hat sie dann noch gefragt, ist der, ach, noch ein Apfel, ist der Apfel denn auch gewaschen? Er war bestimmt nicht gewaschen, war doch scheißegal. Und dann waren wieder so andere Nutten da in der Auswahl. Ja, dann gab es auch noch eine Birne, jetzt reicht's aber wirklich mal. So, und dann hat Heidi, hat den Apfel zu der geschmissen, die weiter ist. Keine Ahnung, was das sollte. Da war dann auch die mit der Kacke im Gesicht wieder mit dabei. Dann war die, die früher dick war, ja, die ist jetzt schlank. Also wir sind mal wieder beim Unterschichtenfernsehen. Ja, da wird ja wieder propagiert, wenn du schlank bist, dann bist du glücklich. Wenn du dick bist, dann bist du leider nur bei Galileo Material. So, die sind beide weiter. Dann sind sie im Bus. Außer Wolfgang Job, der war wieder hinten im Kofferraum in seinem Sarkophag. Nachts Busfahrt mit Heidi und Wolfgang und Thomas Hayo. Da war der Busfahrer, der fährt seit 70 Stunden nonstop mit denen durch Deutschland. Ja, der ist nur auf Speed die ganze Zeit. Ja? Und Heidi und Thomas Hayo, die haben gesungen. Kumbaya, my Lord, man, völlig außer Rand und Band. Heidi war mit ihrem Smartphone noch auf Grindr schön und so. Und dann wurden sie von der Polizei angehalten. Die mussten irgendwie kontrollieren, ob der Busfahrer auch irgendwie seine Pausen einhält und so. Heidi war total verwirrt, weil die wusste gar nicht, dass Busfahrer sein auch ein Beruf ist. Die war total von Socken. Also was, damit verdienst du Geld mit Busfahren, das ist ja voll cool und so. Werbeblock. So, dann waren sie in Nürnberg, ja, die Stadt des Führers. Waren sie in Nürnberg, nächstes Massencasting, Deportation. Da war dann so ein Opfergirl mit dabei, die musste laufen und noch zwei, drei andere, die mussten alle dann da in den Massen laufen. Die haben alle die begrüßt schon wieder, die waren alle außer Rand und Band, die mussten da irgendwie laufen. Langweilig. Dann sind sie weiter nach Ingolstadt, the place to be. Da war dann so eine ganz, ganz, ganz hässliche, die hieß Carolina. Die hatte so eine Nase auch irgendwie, ja. Ansonsten nur Bratzen, nur hässliche, nur dicke, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann war so eine, die sah aus wie Fiona Erdmann von Staffel 340 oder so, ja. Die hat sie geklont und will jetzt nochmal mitmachen. Die ist weiter, die hässliche ist auch weiter. Dann, auf einmal war da so ein Weihnachtsmann in der Gruppe, so ein weißbärtiger alter Mann. Das
Papa Schlumpf oder, wie ich ja auch sage, das war der Vater von Thomas Hayo. Und der wollte unbedingt auch mal walken für Heidi. Ja? Ist dann so gewalkt, ist eigentlich ein Pädophiler gewesen, der einfach nur mal die ganzen jungen Mädchen angrapschen wollte. Hat auch wunderbar, hat seinen Vorsatz verteilt. Genau so. Dann waren sie wieder im Bus, da haben sie wieder gesungen und Werbung. Dann nächstes Massencasting-Deportation in München. Da waren dann so blonde, debile Schwestern, die haben gesprochen, als ob die japanisch auf rückwärts reden. Die haben ganz, ganz komisch gesprochen. Wieso Enken haben die gesprochen? Die ganze Zeit und keiner hat sie verstanden. Und dann war da so eine mit dabei, die sah aus wie Barbie. Die wurde auch gezeigt bei sich zu Hause in ihrem Barbie-Zimmer. Die hat da so Bilder von sich hinten an der Wand gehabt. Und so eine Barbie-Puppe und dann so Glitzerschmetterlinge. Das war so ganz schlimm, so eine Schmink-Barbie. Keine Ahnung, die kam dann irgendwie nicht mehr vor, keine Ahnung. Dann Dennis ist wieder da gewesen. Dennis, ja, die Transe von letzter Woche, ja. Diesmal ist er als Junge gekommen, ja. Nur mit so einem ganz, ganz leichten Tages-Make-up, ja. Hat es einfach nochmal probiert. Natürlich ist er wieder nicht weiter, ja. Weil Wolfgang Jung findet das zu transvestitisch. So, dann war einer, die hieß Chiara. Das war so eine richtige Prollschlampe. Also wirklich mit Make-up und Augenbrauen und Gelnägel und alles, was man falsch machen kann. Extensions und blond. Die wurde dann auch gefragt, irgendwie so, was ist ihre Naturhaarfarbe? Hatte sie keine Ahnung. Die hat sie noch nie gesehen. Die ist gleich blondiert auf die Welt gekommen. So, also mega Prollschlampe. So, ja, die musste sich dann erstmal abschminken. Dann hatten wir, mein Gott, das ist so viel, zwischendurch hat Wolfgang Jobs einen Coffee to go bekommen mit so einem Deckel oben drauf. Der wusste überhaupt nicht, wie man das benutzt. Der hat ja so angesetzt und der war das so heiß an seinen Lippen, die frisch aufgespritzt sind. Und der ist alles runtergelaufen, der hat es dann zitternd wieder weggestellt und dachte so, nein, das möchte ich nicht. Und dann haben sie so eine Russin gezeigt, die hat auch mitgemacht. Da waren sie dann bei der zu Hause, bei ihrer Mutter. Und auch bei ihr im Friseurladen. Die arbeitet natürlich als Friseuse. Die heißt irgendwie Rachmaninoff oder so. Und die Mutter hat gesagt, ah, oh, so eine schöne Tochter. Ich finde, es ist eine wunderschöne Tochter. Ich sage ihr aber erst, nach Germany's Next Top Model, sie ist nicht meine Tochter. Sie ist Adoptivtochter. So. Und hat die da so ein Walk hingelegt, die Russenmutte, hat sich dann so auf den Boden gelegt, hat die Beine hoch, Amerika, wie am Grenzstrich zu Tschechien, ja. Fand Heidi nicht so toll. Ja. So, dann war eine mit dabei, das ist das einzige, erste und tollste Michael Jackson-Double, weibliche Michael Jackson-Double. Die tritt gerne an so Großraumdiskus auf mit Michaela Schäfer. Und ja, mega schlampe Werbung. So, Michael Jackson ist weiter, steht hier. So, und dann raus. Verstehe ich jetzt auch nicht so genau. Michael Jackson ist weiter, aber raus. Wahrscheinlich, ja genau. Erst war sie weiter und dann war sie raus. Irgendwie so. Dann war noch eine mit dabei, die sah aus wie Gollum. Ist natürlich weiter. Dann ist Chiara. Kam dann zum Abschminken zu Boris Entrop. Boris Entrop war da mit seiner Maybelline-Palette. Das war Palette, nicht Paillette. War wieder so ein ganz, ganz, ganz vorsichtiges Product Placement. Ganz vorsichtig. Und da hat Boris Entrop hat die Chiara mit Make-up abgeschminkt. Die war nachher noch geschminkter als vorher. Mit irgendwie so, mit so Eyeliner und Lipgloss und whatever. Ich habe das nicht so genau verstanden. Und da hat er sie dann noch so gefragt, ja, sag mal, also du bist ja so geschminkt, wieso? Und da hat sie geantwortet, ja, sie hatte nicht so viel Zeit. Ich lasse es einfach mal unkommentiert. So. Dann war noch so eine, die hieß Nele, das war so eine ganz süße, die hat einen Hut aufgehabt und so eine Brille. Hat der Heidi natürlich gesagt, Hut weg, Brille weg, Haare nach oben, Zopf, wir wollen viel von deinem schönen Gesicht sehen. Hat Wolfgang Job gesagt, aber bei Gott, du bist so toll, du siehst aus wie die Tochter von Meryl Streep. Ist ein super Kompliment, muss ich sagen, nur dass sie halt noch hässlicher war. So, dann haben wir aufgeschrieben, Opfer, Opfer, Opfer. Es waren nur Opfer mit dabei. Dann war noch eine mit dabei, die hieß Jazz. Ihr echter Name war wahrscheinlich Jessica oder irgendwie so. Die war irgendwie total witzig und total cool. Die ist auch noch weiter. Und dann schwenkt zur Geschminkten. Dann ist sie wieder auf dem Laufsteg. Die ungeschminkte Geschminkte. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, die Prollschlampe. Kurz davor, den Walk jetzt zu machen. Und dann sagt doch dann der Sprecher so. Und das sehen wir nächste Woche. Also, Schluss die Folge. Sowas hasse ich. Ich hasse Cliffhanger, ihr süßen Mäuse. Aber wie dem auch sei, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder im Rauschgold. Zu Lücken gucken bei Jessica Parker. Folgt mir auf Instagram, YouTube, Twitter, Tumblr, Facebook und Google Plus. Dankeschön.
Bis nächste Woche. Bye. Guck auch meine anderen Videos, die sind genauso fantastisch wie das, was du gerade gesehen hast. Und zwar da, da, da und da. Mm-hmm.